erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ihr, ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch duze. Willkommen zu meinem Vortrag zum Thema ML-Flow oder etwas länger und enterprisiger Organisation des Machine Learning Lifecycles mit ML-Flow. Wer bin ich? Ich heiße Christoph Henkelmann. Ich habe in Bonn Informatik studiert, bin Mitgründer und technischer Geschäftsführer von Divisio. Wir machen KI-Software im Auftrag und in Eigenentwicklung. Deshalb ist das ein Thema, das uns natürlich sehr am Herzen liegt. Und ich bin aber nicht so der Python-Freund. Ich mag statische Typisierung viel mehr. Wir machen ganz viel mit Kotlin. Und deshalb denke ich, passt der Talk auch auf die Jugs, denn wir versuchen, möglichst viel Python zu vermeiden. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich seit 20 Jahren nur hauptsächlich auf der JVM arbeite, auch ein bisschen Android ab und an. Und ich fühle mich da einfach auch zu Hause und auch die Leute, die bei uns arbeiten. Und wenn man selber seine Firma gründet, Getting Things Done ist dann sehr wichtig. Das heißt, also, ich habe eine sehr pragmatische Einstellung dazu, wie man so Sachen macht. Wen das interessiert, was wir machen, kann gerne uns auf Twitter folgen, @divisio_ai. So, das war es auch schon damit. Bevor ich einfach auf das Tool zu sprechen komme, müssen wir wissen, was für ein Problem wir da überhaupt lösen. Und deshalb, wenn ich nicht auf einer KI-Konferenz spreche, gebe ich immer mal so einen ganz kurzen Abriss, worum es überhaupt geht. Die KI-Experten unter euch mögen mir das verzeihen, die anderen finden es hoffentlich interessant. Und deshalb wollen wir erstmal kurz darüber sprechen, was KI ist, weil wenn ich Machine Learning verstehen will, warum ist das Tool überhaupt da? Dann muss ich verstehen, was Machine Learning ist, und dann muss ich so ein bisschen verstehen, was KI ist. Und ich kriege halt manchmal mit, dass das in den Medien auch ein bisschen falsch dargestellt wurde und auch interessanterweise viele Entwicklerinnen und Entwickler das so ein bisschen manchmal falsch einsortieren. Ich benutze immer gerne die Definition aus Artificial Intelligence, A Modern Approach. Das ist ein Fachbuch für KI. Und die geben nicht eine Definition für KI, was ich ganz cool finde, sondern ein Definitionsfeld. Die sagen, Definition Nummer 1, Systeme, die wie Menschen denken. Ich denke, da sind wir uns alle einig, wenn man eine Maschine, Quantencomputer, Computer, was auch immer haben, das denkt wie ein Mensch, dann ist es das, was wir eine künstliche Intelligenz nennen würden. Das heißt, wir haben menschlich und denken. Jetzt habe ich gesagt, ich bin Pragmatiker. Viele Leute sind das. Ich meine, es ist mir egal, ob die Kiste, die da irgendwo steht, denkt wie ein Mensch. Aber wenn ich einen Business Case habe oder irgendwas, ich will, dass das Ding handelt wie ein Mensch. Das heißt, andere Leute sagen, das Denken ist mir egal, das Handeln ist wichtig. Und jetzt haben wir gesagt, menschlich denken und handeln. Aber wenn ich so ein selbstfahrendes Auto habe, also was leider noch nicht der Fall ist, dann will ich aber nicht, dass das menschlich handelt oder menschlich denkt. Dann möchte ich bitte schön, dass es rational denkt, weil wenn das Google Car dann von dem Tesla zum 10. Mal überholt wird, wenn das menschlich denkt, dann denkt es so, du Penner, du bist dran. Ja? Und gibt Gas. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das Auto besser ist als ich. Also ich fahre auch nicht so, aber trotzdem. Ja? Und jetzt sagt natürlich dann, logischerweise der vierte Schritt ist dann, ist ja schön, dass das Auto denkt, ich müsste mal auf die Bremse treten, aber wir wollen, dass es das tut. Das heißt, Variation 4 der Definition, ups, da bin ich schon weiter. Ah, so. Variation 4 von der Definition ist natürlich, es soll sich rational verhalten. Nicht? Das ist mir egal, ob das Auto schlau denkt, das soll bitte schön schlau fahren. So, jetzt wissen wir so ein bisschen, was KI ist, um das noch ein bisschen zu entzerren. Wir sprechen in der Regel von starker und schwacher KI. Und immer wenn der Spiegel einen Artikel schreibt, wie wir alle aussterben, dann meinen die das hier. Ja? Und um mal so ein paar Beispiele dafür zu geben, was der Unterschied ist, das ist Science Fiction. Ja, ich habe mal hier ein paar Beispiele, damit jede hier sich so ein bisschen wiederfindet. Ja, das ist das, was uns eventuell mal ausrottet, wahrscheinlich eher nicht, das kriegen wir vorher selber hin. Das ist es, was es wirklich gibt. Ja, und auch viele, ich habe die Folie immer dabei, weil ich habe mal mit einem anderen Entwickler gesprochen, der hat gesagt, erklär mal, was KI ist. Habe ich angefangen, hat er gesagt, nee, nicht das. Ich will nicht wissen, ne, ich hatte Schachcomputer erklärt, echte KI, keine Schachcomputer. Schachcomputer sind auch KI, sind eine andere Art von KI. Und da haben wir früher haben wir immer klassische, symbolische KI gemacht, so 80 bis in die 80er, 90er. Da dachte man, das wäre es, so bauen wir das. Ich will gar nicht darauf eingehen, wie es genau funktioniert. Aber so Chatbots von früher, Computerspiele, KI, Schachcomputer, das fällt alles in den Bereich. So, das ist jetzt eine Aufteilung, die ich selber mache. Man kann auch KI anders aufteilen. Ich setze dem immer gegenüber maschinelles Lernen. Und da gibt es natürlich, wie wir gleich sehen würden, auch wie es so oft ist, eine Überlappung. Und bei maschinellen Lernen, die Produktcases, die kennen wir auch. Produktempfehlung von meistens Amazon. Ich meine, da kaufen wir die meisten ein, ist so ein Fall.
wenn ich tabellarische Daten vorhersage, das ist typisches Machine Learning, eine Anwendung von Machine Learning. Und da gibt es ein Backgammon-Spiel in den 80ern, das hat selber gelernt, Backgammon zu spielen. Also vor AlphaGo haben wir das alles schon gemacht. Und Backgammon war anscheinend nicht so eindrucksvoll, aber auch das hat Backgammon selber schon gelernt und hat Großmeister geschlagen. Das war maschinelles Lernen. Um genau zu sagen, war das Reinforcement Learning. Und wenn alle im Moment von neuronalen Netzen und Deep Learning sprechen, ist das auch wieder nur ein Spezialfall vom maschinellen Lernen. Ja, und da haben wir dann die Sachen, die im Moment so Furore machen. Wir können Sachen auf einmal auf Bildern erkennen. DeepL aus Köln, auch eine tolle Firma. Wir sitzen auch in Köln, haben leider nichts mit denen zu tun. Die sind total klasse. Die haben den besten Übersetzer der Welt, dank neuronaler Netze. Nicht Google, sondern DeepL ist der beste Übersetzer der Welt. Textgenerierung war letztens in den Medien, GPT-2, das ist alles Deep Learning. So, und jetzt sehen wir hier schon ein paar Überlappungen, denn, deshalb mag ich es auch nicht, wenn die Leute sagen, das ist keine KI und das ist welche, viele spannende Sachen finden trotzdem noch in der Mitte statt. Ja? Also AlphaGo ist so eine Mischung aus Schachcomputer und neuronalem Netz. Auch so ein Alexa oder Siri oder Watson oder wer auch immer, ist eigentlich so ein Kuddelmuddel aus ganz vielen verschiedenen Techniken. Ja? Und so neuere Chatbots sind irgendwie so eine Mischung aus den alten Chatbots und dem Machine Learning. Das ist also so. Wie bauen wir sowas? Jetzt kommen wir langsam mal zur Praxis. Wie bauen wir eine starke KI? Keine Ahnung. Jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt im Moment. Ja, wie lange es dauert, weiß ich nicht. Vielleicht 20 Jahre, vielleicht 200, vielleicht 2000. Schwache, spezialisierte KI, da wissen wir, wie man sie baut. Ja, das ist das, was wir im Moment haben. Früher haben wir Entscheidungsbäume gebaut und mit Logik gearbeitet und so weiter. Das machen wir. Dann haben wir parallel schon das klassische Machine Learning gemacht. Lineare Regression, wer eben den Talk vom Oliver Zeigermann gesehen hat, DJ Korthose, hat Bert den gesehen? Ah, das ist gut. Das schließt hier sehr gut dran an. Ne? Da hatten wir als Beispiel die lineare Regression. Das ist immer das erste maschinelle Lernbeispiel. So, und dann haben wir Deep Learning. Und wichtig ist für das, was wir jetzt machen, dass alles für unsere nächsten Belange funktioniert, von außen betrachtet, was den Workflow angeht, was die Arbeit angeht, gleich. Ja, also ist egal, ob wir jetzt einen Random Forest trainieren oder neuronales Netz. Same shit, different color, sage ich immer, ist das Gleiche. Ja. Und dann haben wir hier natürlich diese Überlappungssachen. Da gibt es also zum Beispiel XG, ne, wenn ich einen Entscheidungsbaum lerne, ist das symbolisch oder Machine Learning? Ja, der Entscheidungsbaum ist klassisch symbolisch, aber ich lerne ja. Ne, ist so ein bisschen in der Mitte. So. Jetzt bohren wir uns langsam rein. KI, spezielle KI, schwache KI. Jetzt kommen wir nochmal ganz genau zum maschinellen Lernen. Maschinelles Lernen heißt, wir haben generische Algorithmen, die nicht nur auf ein Problem fokussiert sind. Ja, also ich habe einen Algorithmus, den kann ich für alle möglichen Probleme anwenden. Im Gegensatz zur klassischen symbolischen KI, da schreibe ich einen Algorithmus für genau ein Problem. Ne? Ich baue einen Schachcomputer, der kann Schach spielen, dann kann er keine Mühle spielen. Dann muss ich eigentlich wieder von vorne anfangen. Während wenn ich ein System habe, das hat man bei AlphaZero gut gesehen, das Machine Learning basiert arbeitet, kann ich auf einmal durch Training mehrere Sachen lösen. Ja? Aber damit das funktioniert, brauche ich Daten, damit ich diese Intelligenz, ja, in Anführungszeichen, erzeugen kann. Und da muss man dann aufpassen, da heißt immer die Systeme lernen, das heißt maschinelles Lernen. Da war ich immer vor der Anthropomorphisierung, das ist ja auch dieser Frankenstein-Faktor. Ja? Also Lernen in diesen Algorithmen ist was ganz anderes noch als das Lernen bei uns. Es gibt bei den neuronalen Netzen so, wenn man ganz von Weitem guckt mit zugekniepsten Augen, gibt es ein paar Ähnlichkeiten, aber wir wissen selber noch nicht richtig, wie wir lernen und teilweise wissen wir es auch bei den neuronalen Netzen nicht, aber das ist also nicht das Gleiche. Deshalb sagen viele auch öfter trainieren. Also die meisten Leute, die es machen, sagen, ich trainiere mein Modell, nicht ich lerne. So, jetzt nochmal, bevor wir dann wirklich zu den Toolfragen kommen, nochmal den Überblick, wie maschinelles Lernen funktioniert. Ich habe also ein Problem. Schritt 1 ist, ich suche mir einen dieser verschiedenen Machine Learning Algorithmen, die es gibt, suche ich mir einen passenden aus. Ja, meinetwegen. Hier so eine Linearregression. Dann nehme ich alle meine Daten, die ich habe, hier, und zwar wirklich so viel, wie ich kriegen kann. Wichtig ist, ich splitte die auf. Hier im Beispiel habe ich es mal in zwei Teile aufgesplittet, manchmal macht man das auch in drei. Ich habe also Daten, die darf das System zum Trainieren verwenden und ich habe Daten, die brauche ich hinterher zum Testen. Ganz wichtig ist, das sage ich, baue ich immer mal ein, die müssen unbedingt getrennt sein, diese Eimer. Ja? Sonst passieren schlimme Dinge oder beziehungsweise man hat keinen großen Erfolg. So, und dann nehme ich diesen Trainingseimer, dann nehme ich mein Modell und wie auch immer das jetzt mathematisch funktioniert, haben wir wie gesagt in dem Talk vor der Pause gesehen, verbessert sich das Modell immer weiter anhand der Trainingsdaten. Und wichtig ist, dann entsteht
quasi ein neues Artefakt. Das habe ich hier mit der Glaskugel ist das dargestellt. Dieses Ergebnis, das nennt man dann das fertig trainierte Modell, das kann dann meine Fragen beantworten. Das kann dann hoffentlich die Aufgaben lösen, die ich lösen will. Und das wird dann natürlich überprüft, indem man das Modell dann mit dem Testeimer testet. Deshalb ist es wichtig, weil Computer können gut auswendig lernen, wenn ich einfach nur diesen Eimer zum Trainieren und zum Überprüfen benutze, naja, da hat das, kann das System einfach auswendig lernen. Also wir haben also diese mehrstufige Sache, wir suchen Algorithmus aus, wir teilen unsere Testdaten auf, wir trainieren unser Modell, das kann ein paar Sekunden dauern, das kann Stunden dauern, das kann Wochen dauern und ich habe am Ende das fertige Modell, das kann Fragen beantworten. Wichtig ist, das Ding hier kann nicht mehr lernen und das Ding kann eigentlich keine Fragen beantworten. Also oft sind das leicht getrennte Architekturen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal in einem Projekt an. Ich habe jetzt mal hier in Schwarz total vereinfacht dargestellt, wie so ein Standard-Software-Projekt funktioniert. Wir haben Code, den kompilieren wir und wir haben vielleicht ein paar Assets. Das können Grafiken sein, das können Konfigurationsdateien sein, initiale Datenbankbefüllungen oder ähnliches. Die werden dann manchmal mit in unser Artefakt gepackt oder manchmal werden die auch parallel auf den Server deployed. So ein Artefakt kann zum Beispiel ein WAR-File sein oder ein Standalone-Jar oder ähnliches. Und wenn wir jetzt aber ein Software-System haben, zum Beispiel ein Server-System, das mit ML irgendwelche Aufgaben löst, bietet eine Rest-Schnittstelle an, vielleicht eine Admin-Oberfläche oder so, dann kommen diese ganzen blauen Teile hinzu. Ja? Ich habe auf einmal hier vorne meine Trainingsdaten, das hat jeder schon gehört, ich brauche da nicht so drauf rumreiten, die Daten sind essentiell fürs Machine Learning. Ja? Die muss ich scrapen, einsammeln und so weiter. Das Ganze hier vorne ist eigentlich nur mein eigenes Software-Projekt. Diese Daten müssen preprozessed werden. Und dann findet das Training statt und kommt hinten der Roboter mit der Glaskugel raus. Das ist wieder ein Artefakt. Ja? Und dieses Artefakt muss Teil dieser Gesamtinstallation sein. Ja? Das heißt also, wie unsere Datenbankskripte mit in dem WAR sein müssen, muss auch dieses Modell verfügbar sein. Ja? Und richtig kompliziert wird es dann, wenn das Ganze dann vom Live-System auch noch Feedback bekommt, dann haben wir so eine Art Loop. Das heißt also, hier haben wir unsere Versionskontrolle, haben wir unseren Jenkins, haben wir Deploy-Skripte, Cloud oder was auch immer. Und das kennen wir alles, das ist unsere Welt, aber hier haben wir auf einmal lauter Arbeitsschritte, die dazukommen. Man sieht an der Anzahl der Pfeile, dass es nochmal genauso viele sind, sodass sich die Komplexität der ganzen Sache erhöht. Das ist auch übrigens natürlich lächerlich vereinfacht. Ja. So, was haben wir also für Herausforderungen? Was haben wir jetzt also gelernt? Wir haben Herausforderungen, was die Trainingsdaten angeht. Die müssen wir sammeln, annotieren, versionieren. Wir müssen Backups davon machen. Und das kann manchmal echt unangenehm sein, weil es können teilweise Gigabyte oder Terabyte oder noch größere Datenmengen sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass die beim Training auch verfügbar sind. Das heißt, wir müssen dann gucken, okay, das ist der Server, der trainiert, da liegen die Daten, wie machen wir das intern? So, das habe ich jetzt mal hier in weiß gemacht, weil das ist der Teil leider, den MLflow nicht löst. Das ist aber auch gut, weil wir sehen, gleich kommen noch eine ganze Menge andere Punkte. Also das ist auch wieder eine eigene Welt, wo es dann wieder andere Tools gibt, die sich nur darum kümmern. Das ist so ein bisschen wie unser Jenkins, der bildet. Gradle ist das Bildsystem, sind auch wieder zwei Tools. So, jetzt kommen wir aber, wir haben unsere Daten, jetzt haben wir Modelle. Modell ist also das Ding, was wir hinterher raus haben wollen. Das kann ein trainiertes neuronales Netz sein. Die müssen wir trainieren. Beim Training müssen wir gucken, wie das Training läuft. Das heißt, wir müssen gucken, lernt das Ding überhaupt was? Müssen wir den Prozess abbrechen? Lernt es besser als die vorherige Iteration? Das nennt man Metriken. Wir müssen vergleichen. Ja? Das ist also sehr oft hat das mehr was von Alchemie und Experimentieren. Das heißt, ich lasse mein Training immer wieder laufen. Dann will ich natürlich wissen, welches von diesen Trainings war am besten. Ja? Und das kann auch manchmal nicht mal das sein, wo eine Zahl am Ende am kleinsten ist. Es kann auch mal das sein, dass wir sagen, okay, wenn wir das so machen, brauchen wir einen Tag, um das zu trainieren, schaffen 92%, wenn wir 4 Wochen trainieren, kriegen wir 93%, aber der 1% ist es nicht wert. Also nehmen wir das erste Modell. Das Ganze müssen wir noch wegspeichern. Ja, das ist wichtig, wenn wir da Tage ins Training stecken, müssen wir so ein bisschen drauf achten und versionieren auch. Weil kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man einmal anfängt zu experimentieren, dann kommen eine Menge Variationen zusammen und dann weiß man, vor 6 Wochen hat man ein Modell, das war zwar nicht so gut, aber es hat die Sache richtig gemacht. Wie haben wir das nochmal gemacht? Und das ist natürlich wichtig, das dann hinterher wieder rauszufinden, das Modell auch dann vergleichen zu können. So. Und wir wollen das Ganze in unserem Bild auch integrieren, ist ja klar, weil wir wollen ja hinterher, dass das Ganze auch, ich sag mal, in unserem REST-Server landet oder in unserer Android-App oder wo auch immer. So,
Kommen wir zu dem Tool. Wir benutzen im Moment dafür MLflow. Was ist MLflow? MLflow ist erstmal von Databricks, das kennen vielleicht einige, die machen auch Spark, die haben auch so Cloud-Lösungen und so weiter. Man kann das bei denen auch mieten, aber das Ganze ist auch Apache 2.0 lizenziert, das freut natürlich die meisten. Es ist immer sehr praktisch, dass man da notfalls nicht abhängig ist. MLflow selber ist keine Java-Software, sondern wie eigentlich alles in diesem ML-Bereich selber wiederum in Python entwickelt. Wichtig ist, dass das ganze Ding Framework-agnostic ist. Also es gibt für einzelne Tools, also für einzelne Machine-Learning-Plattformen gibt es dann immer wieder spezielle Tools, aber dann kommt raus, okay, ich brauche jetzt mal für den Kunden, können wir TensorFlow nicht nutzen, weil... Das können tausend Gründe sein. Ich muss vielleicht Deep Learning 4J benutzen oder da muss ich was mit Spark machen. Und das Schöne ist, dass MLflow es egal ist. Ja, ich kann notfalls handgedrehten Code damit benutzen. Und für uns halt wichtig ist, dass es eine Java-API ist. Das war eigentlich, ich wollte eigentlich ein paar Folien mit vergleichen mit anderen Tools machen, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, die anderen sind halt alle Python-only. Ja, das Ding hat halt ein Java-Interface. Ich habe noch keine andere Open-Source-Lösung gefunden, die auch ein Java-Interop bietet. Was logisch ist, weil Databricks mit Apache Spark und so haben natürlich eine gewisse JVM-Affinität. So, warum wir das bei uns einsetzen, nochmal etwas konkreter, soll jetzt keine Werbung sein, sondern einfach um so ein bisschen zu verstehen, aus welcher Sichtweise wir das sehen. Wichtig ist für alles, was ich jetzt sage, was ihr macht, kann auch sein, dass ihr sagt, nee, passt überhaupt nicht. Deshalb so ein bisschen der Grund, warum benutzen wir das. Wie gesagt, wir machen ganz viel mit JVM, wir trainieren auch in der JVM. Selbst wenn wir TensorFlow benutzen, benutzen wir Java-Prozesse, um das zu trainieren. Wir haben sehr, sehr heterogene Kunden, sehr heterogene Anforderungen. Das heißt, wir brauchen sehr unterschiedliche Projektstrukturen, unterschiedliche Tools. Ja, also wir benutzen verschiedene Machine Learning Tools. Und wichtig ist aber, dass wir, also unser Hauptproblem, warum wir angefangen haben, sowas einzusetzen, ist, dass wir endlich mal zentral gucken wollten, wie performen jetzt die Tools eigentlich an unterschiedlichen Stellen. Nicht? Und wie gesagt, welches Framework das ist, hängt immer super stark vom Projekt ab. Und ein aktueller Fall ist, vielleicht einige von euch haben es gehört, es gibt so ein Sprachmodell, das heißt BERT. Ja, das ist so ein Vorsprung in der Sprachverstehenstechnologie. Und da macht man etwas, das nennt sich Transfer Learning. Ich habe eben diesen Graphen gezeigt mit den blauen Pfeilen. Das war total vereinfacht. Bei BERT ist es so, man trainiert ein Modell für mehrere Tage mit einem Datensatz. Dann wandelt man das Modell um in ein anderes Format, das man dann wiederum mit anderen Daten trainiert. Ja? Das heißt also, wir haben eigentlich ein Hauptmodell mit 4 oder 5 Untermodellen und wir müssen für jede dieser, ob das Hauptmodell funktioniert hat, wissen wir erst, wenn wir die Untermodelle überprüft haben. Das heißt also, wir haben 4, 5, 6 Experimente, um am Ende rauszufinden, ob wirklich genau das so funktioniert, wie wir das wollen. Also beim Transfer-Training wird das halt wichtig. Und haben wir irgendwann gedacht, dass mit den Skripten und irgendwelche CSVs oder Excel eintragen, das ist fürchterlich. Ne? Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, heißt es ja immer. Und haben wir gemerkt, wir müssen endlich mal so ein bisschen das sauberer machen. So, Installation, ich gehe mal kurz darauf ein. Für diejenigen, die das nicht so kennen, es ist ein Python-Tool. Das heißt, das muss installiert werden auf den Rechnern, wo es benutzt wird, muss Python verfügbar sein. Ich schreibe das nur mal hin, weil manchmal, wenn man das nicht gewöhnt ist und man kommt da rein und sagt, hä, wie soll das funktionieren? Es gibt da so ein Tool, das heißt PIP. Das ist so eine Art Repository-Verwaltung für Python. Das heißt, man muss auf dem Rechner, wo man es einsetzen will, einfach Python 3 installieren. Dann hat man in der Regel schon PIP. Dann sagt man PIP install MLflow und dann wird die MLflow-Software aus einem speziellen Python-Repo installiert. Soweit. So. Wir interessieren uns dann aber auch vor allem um die Java-Schnittstelle und das kennen wir alle. Ich habe es mal hingepackt. Ja, das ist einfach nur eine Maven-Dependency. Eine Lib, die baue ich ein und dann kann ich das in meinem Projekt verwenden. So, woraus besteht denn jetzt MLflow? MLflow besteht aus 3 Komponenten. Der Models-Komponente, der Projects-Komponente und der Tracking-Komponente. Ich habe die ersten 2 mal kleiner geschrieben, weil die für den aus der Java-Sicht nicht so interessant sind. Da gehe ich jetzt nur kurz drauf ein und wende mich dann vor allem dem Tracking zu. Auch ich habe es trotzdem eingebaut, weil für manche von euch ist es dann vielleicht wieder anders. So, wie sieht es aus mit den Modellen? Also nochmal zur Wiederholung. Ich wiederhole es ein paar Mal, weil ich habe festgestellt, mit diesem Begriff, wem das nicht so geläufig ist, das ist halt wichtig für das Verständnis. Das Modell ist das, was am Ende rauskommt. Ja.
Das ist das trainierte Modell. Das kann sein, dass wenn ich ein neuronales Netz mit TensorFlow trainiere, kommt am Ende eine Binärdatei raus, wo die Struktur des Netzes und die verschiedenen gelernten Gewichte drin sind. Wenn ich Entscheidungsbäume trainiere, ist in diesen Dateien dann die Struktur der Entscheidungsbäume und die Kriterien für die Unterscheidungen zum Beispiel drin. Ja, und in der Regel sind diese Modelle einfach nur Binärdateien und abhängig vom Framework lade ich die halt mit einer Framework-spezifischen Methode und dann kann ich sie ausführen. Wenn ich jetzt mit MLflow Models verwalten will, gibt es da ein eigenes Format zu und das soll toolunabhängig sein. Jetzt merken wir schon, wie schwer das ist. Ja, jedes Tool hat ein eigenes Binärformat und MLflow macht das einheitlich. Wie kriegt es das hin? Eigentlich gar nicht. Ja, ich nehme den Ordner so, wie das Tool das macht und da ist eine zusätzliche Datei hin, die heißt MLModel. Die ist im YAML-Format. So. Und da in dem Model steht einfach nur drin, welches Tool es ist. Das ist der Flavor. Da steht da halt drin, okay, das ist ein TensorFlow-Modell. Und der Witz ist aber, dass MLflow ganz viele Tools kennt und dann automatisch zum Beispiel einen einfachen REST-Server hochfahren kann oder das deployen kann auf diversen Cloud-Services. Wir bauen das in unsere eigene Java-Software ein, deshalb interessiert uns der Teil gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen hier ähnlich geht, aber ich wollte es der Vollständigkeit halt mal erwähnen. Und es ist halt Tool-agnostisch, weil es gibt immer noch einen Flavor, der heißt einfach Python. Und dann kann man da eine beliebige Python-Funktion reinmachen, die das Ganze dann aufruft. Also es ist so ein bisschen getrickst. Aus der JVM-Sicht nur bedingt nützlich. Insbesondere ist es so, dass diese API, mit der man diese ML-Model-Dateien automatisch erzeugen kann, nur unter Python verfügbar ist. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil das eine unheimlich enge Python-Integration ist. Für uns uninteressant, vielleicht für die eine oder andere hier interessant. Also ich denke, das Spannendste ist, dass man mal schnell so einen REST-Server da hochfahren kann. Ob man den jetzt in der Praxis verwenden möchte oder das lieber in Spring löst, sei jeder selber überlassen. So sieht das Ganze dann aus. Ja, also ich habe hier zum Beispiel mit sklearn, dann ist das hier die model.pickle-Datei, ist meine binäre Model-Datei. Da habe ich dann einfach nur noch so eine Textdatei drin und dann sieht man hier, da steht drin, wann es erzeugt wurde. Dann sind halt für den Flavor sind spezielle Informationen drin und man kann auch mehrere Flavor kombinieren. Also manche Modelle können auch von mehreren Tools ausgeführt werden. So, dann kommen wir zur zweiten Komponente schnell, das sind die Projects. Und auch hier wieder ist die Idee, dass wir ein Tool-agnostisches Speicherformat haben für ein gesamtes Projekt. Ja, wir kennen die meisten hier, werden mit Gradle oder Maven-Projekten arbeiten, vielleicht mal SBT oder so. Und da haben wir unsere Standard-Projektstruktur, das ist in Python nicht so festgelegt. Und es hängt auch teilweise stark von den Tools ab und ich muss ja nicht mal Python verwenden. Das heißt, die Idee ist hier, dass wir ein Projektformat haben, das komplett Programmiersprachen und Tool-abhängig ist. Wieder Quadratur des Kreises, das ist natürlich nur eingeschränkt möglich. Trick ist derselbe, ich nehme meinen Projektordner so wie er ist und packe eine ML-Project-Datei da rein, auch wieder in YAML. Da wird jetzt etwas definiert, das vielleicht auch hier für die Leute bedingt interessant ist, ein sogenanntes Environment. Zur Erklärung für die nicht so Python-affinen Leute, wir Java-Leute packen unsere Dependencies, ich sag mal jetzt mal in Maven oder Gradle, dann werden die beim Build automatisch gezogen und ich kriege in der Regel ein self-containedes Artefakt und brauche meistens nur Java, die Java-Runtime installiert auf dem System. Die Python-Leute installieren ihre Abhängigkeiten gerne systemweit. Das hat dann wiederum das Problem, dass ich dann Versionskollisionen bekomme und dann gibt es so ein Tool, das heißt Anaconda, das ist eigentlich so eine Art chroot-Environment, das heißt, da wird dann, ich starte vorher ein Tool, das mir eine Systemumgebung vorgaukelt, in dem meine ganzen Python-Dependencies drin sind. Und wenn ich also meine Experimente, meine Projekte laufen lassen will, muss ich wissen, welches Environment das ist. Also auch für uns nur bedingt interessant. Interessanter eventuell ist, dass man einen Docker-Image definieren kann, in dem das Projekt ausgeführt werden soll. Oder man kann einfach sagen System, dann läuft es auf der Maschine, läuft es einfach raw auf der Maschine. Und die YAML-Datei sagt dann einfach nur noch, welchen Einsprungpunkt man ausführt. Also auch nur bedingt interessant. Ja. Kann man für Java-Training verwenden, aber die meisten hier, man macht das mit Gradle, man macht vieles mit Maven, war für uns bisher den Aufwand einfach nicht wert, das nochmal zusätzlich einzuführen. Ein Hauptvorteil, was wirklich so ein bisschen interessant ist, wenn man MLflow installiert hat auf einer Maschine, kann man einfach sagen, MLflow gibt eine Git-Koordinate an, dann zieht er das Projekt, checkt alles aus, führt die Skripte aus und lässt das Training laufen. Spart man sich halt quasi einen Konsolenbefehl, ist so ganz nett. Ja.
Wie gesagt, unter Java nicht so nötig, weil wir haben ein anderes Environment. So, jetzt kommen wir auch dazu. Ich habe es hier auch mal dasselbe. Ich definiere halt einen Namen. Ich definiere mein Conda-Environment zum Beispiel. Und dann habe ich hier meine Entry Points. Ne? Dann sieht man, ich kann zwei Befehle ausführen, das eigentliche Training und das Validieren. Da kann ich natürlich alles reinpacken, weil da kann ich jeden Konsolenbefehl reinbauen. Also auch so, ist nicht so bedingt nützlich. So, also ein toller Vortrag über ein nutzloses Tool. Sehr schön. Bis zu diesem Punkt. Kommen wir zu dem Kram, der wirklich nützlich ist. Und zwar MLflow Tracking. Das Tracking, die Tracking-Komponente bietet halt eine API an. Da wird es interessant, weil es nämlich eine Java-API ist, natürlich auch eine Python-API, eine R-API und wenn man was ganz anderes verwendet, ist die einfach auch raw über REST verfügbar. Das heißt, dann kann man sich einen eigenen REST-Client schreiben. So, sehr cool und sehr wichtig ist halt, dass wir eine Web-Oberfläche haben. Ja, da, mit dem ich hinterher meine Experimente, meine Ergebnisse anschauen, verwalten kann. Das ist das Schöne dabei. Das ist das, was wir gesucht haben. Und insbesondere, auch hier wieder der Talk vom DJ Korthose, die Metriken. Ja, ich möchte hinterher gucken, ich habe 20, 30, 40 Modelle trainiert. Was ist da passiert? Ja. Auch wichtig sind die Parameter. Da bin ich eben nicht so eingegangen. Auch wenn ich jetzt ein neuronales Netz habe, habe ich nicht einfach ein neuronales Netz. Da gibt es 1000 Unterschiede. Ich kann verschiedene Layer-Anzahlen haben. Ich kann alle möglichen Parameter und Schräubchen an dem Ding drehen. Und kleinste Einstellungen können sich stark aufs Ergebnis auswirken. Das heißt, ich muss das mitloggen und ich muss das auch in meiner Oberfläche bequem verfügbar haben. Auch das macht das MLflow für uns. Und dann kann man auch Tags verteilen. Das ist im Grunde genommen genauso wie die Parameter. Die Idee ist so ein bisschen, das sind die Parameter für so mathematische Hyperparameter, also für Modelleigenschaften verwendet. Und Tag kann zum Beispiel der Git-Hash sein oder der Autor oder was ähnliches. Und das Schöne ist, dass man auch Artefakte verwalten kann. Und da kann man halt einfach alles, was man möchte, mit diesen Experimenten verknüpfen. Das ist halt wichtig. Hier ist MLflow total frei. Ein Artefakt kann alles sein. Ja, das ist in den meisten Fällen, wir haben ja eben gesagt, die Models-API in der Form, Komponente, Entschuldigung, ist für uns nicht so wichtig. Was ich hier aber machen kann, ich kann, während mein Modell trainiert, kann ich zwischendurch immer wieder save, kann ich das speichern und kann diese Informationen im MLflow abspeichern mit der Tracking-API. Und dann werden die mit dem Experiment verknüpft. Das ist ganz wichtig, weil jeder, der mal oder jede, die mal 4 Tage ein Modell trainiert hat und nach 3 Tagen und 23 Stunden ist der Prozess abgestürzt und man hat vergessen, das so zu machen, dass regelmäßig gespeichert wird, weiß, wie wichtig es ist, bei so einem langen Training zwischenzeitlich immer wieder einen Savepoint wegzuspeichern. Auch ist es so, dass man oft individuelle Grafiken erstellen muss, Heatmaps oder was auch immer für Debugging und die kann man alle da reinpacken und kann sich die dann in der Web-Oberfläche angucken. Das ist sehr nützlich. Das Konzept, das MLflow dabei benutzt, nennt sich Runs. Ein Run, ein Lauf ist ein Trainingslauf. Das heißt, wenn wir ein Modell einmal trainieren, haben wir einen Run erzeugt. Die Runs, da fehlen Bullet Points, sind zusammengefasst in Experimenten. Also ich habe ein Experiment. Ein Experiment kann mehrere Runs enthalten. Die Runs kann man auch nochmal in Parent- und Child-Runs unterteilen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. So, und das Besondere an dieser Tracking-Komponente ist, ich kann sie lokal verwenden. Ja, das heißt, ich installiere einfach auf dem Server, auf der Maschine, auf der ich trainiere, installiere ich einfach im MLflow und das war's. Dann kann ich das verwenden. Ja, die Sachen werden lokal im Dateisystem gespeichert oder in der Datenbank, wie man das möchte. Aber für uns natürlich sehr spannend ist, ich kann es auch zentral einfach im eigenen Unternehmen auf dem Server installieren und kann dann dort alle Ergebnisse sammeln. Das kann auch mal ganz spannend sein, weil es gibt auch, wie gesagt, Modelle, die man einfach mal auf so einem Laptop trainiert, kleinere, einfache Machine Learning Modelle. Und wenn man mehrere Mitarbeiter hat, die am gleichen Problem arbeiten, möchte ich natürlich gucken, wie ist der Progress. Ja, also verschiedene Mitarbeiterinnen machen verschiedene Varianten von diesen Modellen und dann will ich ja hinterher gucken, welches ist am besten. Ja, und damit die Leute da nicht irgendwie in Google Docs rummachen und das dann irgendwie verteilen müssen, loggen einfach alle in den gleichen Server und dann kann man da sich die Sachen angucken. Wenn man sagt, das ist das Modell, das ich benutzen möchte, dann habe ich auch gleich das Trainingsergebnis in diesem Server. So, Konzepte, um das zu benutzen. Wichtigstes Konzept, relativ einfach, ist die Tracking-URI. Moment, ich muss mal gerade gucken, wo wir stehen, foliemäßig, gut. Die Tracking-URI definiert, wo gespeichert wird. Das heißt, wenn ich MLflow benutze, muss ich habe ja gesagt, ich kann es lokal benutzen, ich kann es mit einem Server benutzen, habe ich die Tracking-URI. Das Einfachste ist ein lokales Dateisystem. Mache ich lokal, sage ich hier in den Ordner und dann legt MLflow in dem Ordner eine eigene Dateistruktur an. Das ist eigentlich sehr gut verständlich für die verschiedenen Runs und Experimente. Man kann auch Sachen in der Datenbank speichern.
Wobei natürlich keine Artefakte in der Datenbank gespeichert werden. Logisch. Ja? Dafür brauche ich immer noch ein Dateisystem. Databricks macht das natürlich, bietet das natürlich auch fertig out of the box an. Ja, das heißt, die haben dann so einen Cloud-Service, den kann ich benutzen, da muss ich gar nichts mehr machen. Den hosten die alles, kümmern sich um alles. Und wie gesagt, das ist, ich denke, das, was jede hier verwenden will, ist, dass wir das mit einem eigenen Tracking-Server machen. Ja, der ist total simpel also installieren muss man da gar nichts. Man installiert im Elflow und da gibt es einen Befehl, das fährt den Server hoch. Dann übergibt man dem Server nur noch, wo die verschiedenen Daten gespeichert werden sollen und fertig. Das ist also echt trivial zu installieren und lief bei uns auch wirklich absolut problemlos. Ja, und jetzt haben wir also unseren Tracking-Server. Ja. Und jetzt wollen wir endlich tracken. Also Schluss mit Python, Schluss mit allem Kram. Jetzt benutzen wir, ich habe es in Kotlin gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Es passt einfach besser auf die Folien und ich habe es mir so angewöhnt. Hier ist das, das übersetzt sich 1:1 natürlich in Java und jede andere JVM-Sprache offensichtlich. Okay, wir fangen also mit unserer Tracking-URL an hier oben. Und dann ist so ein Konzept, das kennt man von vielen so ein Tools, hier erzeugt mir so einen Kontext. Ich muss im Elflow also sagen, das ist der Kontext, in dem sollst du arbeiten und den erzeuge ich natürlich mit der URL. Ist ja klar, der muss ja wissen, wo er hingehen soll. Und dann gebe ich dem ganzen Ding einen Experimentennamen mit. Da ist wichtig, das ist ein Fehler, den wir am Anfang gemacht haben. Unsere Idee war, weil man muss das ja dann in die Organisationsstruktur einbringen. Jeder hat unterschiedliche Workflows, Gitflow-Varianten und so weiter. Und unsere Idee war, dass wir zum Beispiel bei einem langlaufenden Projekt verschiedene Iterationen von dem Modell in Branches speichern und das Experiment korrespondiert immer zu einem Branch. Werden wir gleich sehen, das war eine schlechte Idee. Ich empfehle, dass der Experimentenname immer zu dem Modell gehört. Das heißt, wenn man ein BERT-Modell trainiert, sollte es ein BERT-Experiment geben. Wenn man ein GPT-2-Modell trainiert, ein GPT-2-Modell. Der Grund ist die Vergleichbarkeit. Man kann nämlich, wie wir gleich sehen werden, hat MLflow ganz tolle Vergleichsfunktionen. Die gehen aber nicht experimentenübergreifend. Das heißt, wenn so ein Projekt, das kann auch mal Monate und Jahre gehen, wenn ich wissen will, unsere neue Variante von BERT vom September, wie vergleicht sich die denn mit der von Juni? Und die sind in unterschiedlichen Experimenten, kann ich die nicht vergleichen. Gleich als Warnung vorneweg, weil wenn man das ein paar Wochen oder Monate so benutzt, auf einmal fällt einem das auf, unangenehm. Ja. So, da ist dann die API, so, ja, also es ist halt im Grunde genommen hauptsächlich die REST-API wird in Java abgebildet. Ja. Ich gehe hin und gucke, ob ich ein Experiment mit dem Namen habe. Das ist auch relativ simpel, da kriege ich so ein Optional zurück. Und wenn das Experiment existiert, dann sage ich in meinem Kontext, welche Experiment-ID benutzt werden soll. Und wenn die Experiment-ID noch nicht existiert, erzeuge ich ein neues. Ja. Innerhalb des Kontexts ist immer so ein Client. Der Client ist im Grunde genommen der REST-Client für unseren Server oder für die lokale MLflow-Instanz. Ja. Das ist also relativ simpler Code, den ich hier mache. Wichtig ist dann das hier, wenn ich dann tatsächlich was machen will, wenn ich also Daten speichern will, dann brauche ich einen aktiven Run. Ja. Runs können abgeschlossen sein oder aktiv und solange ich loggen will, muss der natürlich aktiv sein. Deshalb starte ich einen neuen Run und dem kann ich dann Namen geben. Hier ist es mal so jetzt als Beispiel gedacht. Wir haben demnächst vor, unsere BERT-Variante hat noch keine sogenannten Skip-Connections. Wer weiß, was das ist. Sonst ist auch egal, ist ein Feature in dem neuronalen Network. Und dann wollen wir mal probieren, wie das jetzt mit Skip-Connections läuft. Dann heißt der Run jetzt einfach Skip-Connections. Oder der bekommt eine Ticket-ID oder so. Wir werden das bei uns im System wahrscheinlich mit unserer Jira-Ticket-ID dann verbinden. Dann ist das ein bisschen schöner. Dann hat man dann nochmal einen Überblick. So, und jetzt habe ich so einen Active Run und mein System trainiert, zum Beispiel mit DL4J oder TensorFlow oder was auch immer. Und am Start, wenn ich anfange, kann ich Parameter loggen. Das sind die sogenannten Hyperparameter. Da ist immer ganz wichtig, dass man möglichst viel wegschreibt, was man an dem Modell gemacht hat, damit man das auf einen Blick erkennt. Das ist jetzt natürlich, das ist hypothetisch. Ich habe hier einfach mal so ein paar Zeilen zusammengefügt, wie das aussehen kann. Zum Beispiel haben wir jetzt gesagt, wir arbeiten mit Skip-Connections. Dann sagen wir da, Skip-Connections sind true. Oder ich habe eine Lernrate, da fangen wir mal an. Initial mit 0,03 an. Man sieht, das sind einfach beliebige Stringpaare. Und dann haben wir hier noch ein paar Tags, die können wir auch setzen. Da sieht man, das sollten dann mehr so Metadaten sein für den Run. Wir werden gleich sehen, diese Sachen sind sehr praktisch, weil ich kann die in der Benutzeroberfläche benutzen, um meine Sammlung von Runs zu durchsuchen. Das ist dann sehr nützlich, weil ich kann dann zum Beispiel sagen, gib mir mal alle Experimente mit alle Runs, bei denen die initiale Trainingsrate 0,03 oder kleiner war.
Das ist ein bisschen hacky, weil das Tool selber in Python ist. Wir sehen, wir loggen hier nur Strings, aber wir können trotzdem kleiner und größer vergleichen. Ja, und wenn dann der Run läuft, da habe ich meistens so einen Trainingsloop, dann kann ich meine Metriken ausloggen. Zum Beispiel ganz klassisch, ich logge den Error aus und ich kann beim Loggen der Metriken immer noch einen Step mit angeben. Das ist halt relativ wichtig, damit ich weiß, wie viele Iterationen ich schon gelernt habe. Ja? Den Step kann ich aber auch weglassen. Was immer mitgeloggt wird, ist die Uhrzeit, zu der das gemacht wird. Ich zeige mal gleich ein Beispiel, warum der Step nützlich ist, wenn wir dann zu der UI kommen. Und wenn ich dann fertig bin oder auch zwischendrin im Training, dann kann ich Artefakte loggen. Ne? Zum Beispiel, ich kann mein Model loggen. Ich kann beim Loggen eines Artefaktes angeben, in welchem Unterpfad das ist. Also jeder Run bekommt ein Unterverzeichnis, wie eine Art Sandbox, wo beliebige Sachen abgelegt werden. Was wir zum Beispiel auch immer machen, wir schieben einfach unser Log noch mit da rein. Das ist sehr nützlich, das Log von dem Java-Prozess, dann weiß man, falls irgendwas anderes noch passiert ist. Und auch Bilder kann ich ablegen. Das Gute ist, dass all diese Artefakte über die Web-Oberfläche verfügbar sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Art von Visualisierung braucht, ganz wichtig zum Debuggen, dann erzeugt man die einfach beim Training, loggt die in den Run und kann sich die in der Web-Oberfläche angucken. Das sehen wir gleich. So, das habe ich dann damals eingebaut, war ganz stolz und habe dann natürlich beim ersten Laufen Stacktrace bekommen. Wem fällt an diesem Stacktrace was Merkwürdiges auf? Ja, viele Java-Leute hier im Raum. Was ist an diesem Stacktrace merkwürdig? Das ist ein Python-Stacktrace. Also ich habe eine Maven-Dependency eingebaut und lass mein Java-Programm laufen. In meinem Java-Programm lockt das Ding auf einmal ein Python-Stacktrace aus. Warum? Ja, weil die nämlich ein bisschen gepusht haben. Einige der Sachen, die MLflow Java API macht, funktionieren so. Ich bin in den Code reingestiegen, weil ich musste erstmal total verwirrt, da ist man dann, und habe dann gesehen, dass da ein Prozess geforkt wird. Ja, das heißt, der ruft dann einfach auf der Kommandozeile MLflow mit Python, MLflow schlag mich tot auf mit dem Process Fork. So, zu dem Zeitpunkt hatte ich diesen Talk aber auch hier schon angekündigt. Man muss die mehrere Monate im Voraus immer ankündigen. Da habe ich gesagt, na toll, hoffentlich wird da noch was draus, aber keine Angst, da wird noch was Brauchbares draus. Dieses Loggen von Artefakten, was ich eben gezeigt habe, kann man machen. Dazu muss MLflow aber lokal auf der Maschine trotzdem installiert sein. Ist bedingt nützlich, man muss sich nicht selber mit den Faden rumschlagen und so weiter, finde ich jetzt ein bisschen albern, weil ich persönlich finde es natürlich super schön, dass ich nur eine Maven-Dependency habe, gerade wenn man viele Kunden hat, dann haben wir nämlich wieder das gleiche Problem. Auf einmal müssen wir Conda-Environments auf unseren Trainingsmaschinen verwalten und das ist das, was bei uns immer sehr bequem ist, weil jeder Kunde hat ein eigenes Projekt, da sind die Maven-Dependencies drin und die Server sind eigentlich alle pflegeleicht, da muss ich nicht mit Conda-Environments und was auch immer rumschmeißen. Da war ich ein bisschen sauer. Hab dann das Ding installiert. Ich habe leider die Original-Stack-Traces nicht mehr, sonst würde ich gern so historisch machen, aber man denkt im Moment nicht dran, dass man dann das aufbaut. Da kam ein anderer Stack-Trace, der sah aber im Grunde genauso aus und hat er gesagt, Datei nicht gefunden. Klar, da checkt man dann, wo habe ich meine Dateien abgespeichert, wird irgendwas schiefgegangen sein. Aber die Dateien waren an einem richtigen Ort, die ich auf den Server kopieren wollte. Und der Pfad, den er nicht gefunden hat, war der Server-Pfad. Da habe ich natürlich die Server-Installation gecheckt. Schreibrecht etc. war auch alles okay. Was kam dann dabei raus? Da bin ich wieder in den Code reingestiegen, nicht in den Code, dann habe ich geguckt, was dieses MLflow-Tool macht. Das sendet die Artefakte nicht an den Server, sondern das erwartet, dass die Art und Weise, wie der Server auf die Artefakte zugreift, auf den Speicherpfad. Das kann übrigens, ich habe das jetzt nicht gesagt, der Server kann auch zum Beispiel ein S3-Bucket speichern oder Google Storage, das kann in aller möglichen anderen Storage-Sachen speichern. Das muss auf der Maschine auch zu tun sein. Das heißt, diese API fragt den Server nur, wo soll ich das hinspeichern? Der Server sagt, nimm mal den und den Pfad. Dann sagt der Client, alles klar, mache ich. So. Das heißt, wir benutzen eine interne Storage-Lösung. Wir haben einfach da so ein Network-Attached Storage mit, ich weiß nicht wie viel Terabyte, das waren bisher immer genug. Die wird automatisch gebackupt, da muss man sich da keine Gedanken zu machen. Und die war natürlich nur auf dem Server gemountet und nicht auf der Trainingsmaschine. So, für uns war das simpel, weil alle im gleichen Netzwerk hängen, das ist kein Sicherheitsproblem, ich habe dann das einfach gemountet, aber das war dann nur noch, ich sag mal, bedingt nützlich. Das heißt, das Artefakte-Loggen ist eigentlich super nützlich, weil die Pfade verwaltet werden, das wird alles mit dem Run verheiratet und insbesondere ist es in der Web-Oberfläche sichtbar, wir werden gleich sehen, das ist ganz wichtig. Blöd ist, wenn ich diese Log-API da benutze, muss ich MLflow trotzdem installiert haben, weil das ein Process-Fork ist. Und zweitens, der S3-Bucket muss über Netzwerk erreichbar sein oder dieser Storage-Folder muss lokal gemountet sein.
So. Deshalb meine Empfehlung ist, diese Log-Artefakt-Sache gar nicht zu benutzen, sondern dann braucht ihr wenigstens nicht die Python-Dependency auf dem Server, auf dem ihr trainiert, sondern speichert, fragt den Server nur, wo die Sachen landen sollen und macht das Speichern per Hand. So, das sind jetzt ein paar Einschränkungen. Man muss jetzt immer bedenken, das ganze ML-Zeug, und wir sind gerade in der Findungsphase. Wir sind quasi da, wo wir vor 20, 30 Jahren waren. Für die eine oder andere weiß das vielleicht noch, als wir mit Arndt noch gearbeitet haben und so, was wir uns da selber gestrickt haben. So ist das im Moment mit ML. Und dieses ML-Flow-Tool ist schon relativ cool, aber man merkt, dass da noch eine Menge Kinderkrankheiten sind. Auf der anderen Seite, was jetzt ein bisschen albern klingt, selber Dateien irgendwo hin zu kopieren, weil der Server die nicht entgegennimmt, hat auch Vorteile. Denn teilweise kommt beim Training dann durchaus mal ein paar Gigabyte. Also es kann durchaus sein, dass ein Modell mal 5 Gigabyte oder 10 Gigabyte groß ist. Und das will man unter Umständen effizient selber von Hand kopieren. Für uns war es kein großes Problem. Für diejenigen von euch müsst ihr euch überlegen, ob dieses Artefakt-Logging so für euch möglich ist. Also, ne? So. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert denn, wenn man das alles richtig gemacht hat. Ich habe jetzt Screenshots gemacht, weil hier, ich müsste mit VPN in unsere Firma und so, ich hoffe, das ist trotzdem okay. Man kann sich dann auf diesem schönen Server einloggen und kriegt hier eine Oberfläche. Hier, da muss ich jetzt zur Entschuldigung sagen, meine Idee war, ich komme hier hin mit 10, 20, 30, 50 Bird Ablation Studies und kann euch das alles gut zeigen. Das Ganze war geplant von der Timeline her. Ich habe den Vortrag ein halbes Jahr vorher angekündigt und wir hatten intern eine Timeline für unsere Projekte. Ja, die eine oder andere, wir hatten eine Timeline für dieses Projekt. Wer weiß, was mit der Timeline für die Integration dieses Tools passiert ist? Ja, das heißt, leider haben wir das Tool erst seit einigen Wochen im Einsatz. Wenn so ein Training eine Woche oder zwei dauert, wird es schwer, sehr viele Beispiele anzuhäufen. Deshalb ist die UI jetzt nicht so bunt bevölkert, wie das aussehen sollte. Aber ich habe alles getestet, es stimmt, was ich hier sage. Und wir benutzen das auch so. Nur FYI. Ja? Die Screenshots, die anderen, die man findet, die Beispiele, ist immer eine lineare Regression auf dem Iris-Datenset. Ist auch nicht so pralle. Also habe ich hier das genommen. Okay, was haben wir hier? Wir haben unsere Experimente. Ja, und dann haben wir innerhalb der Experimente unsere Runs. Was sehr cool ist, ist, dass ich hier diese Runs durchsuchen kann nach diversen Parametern. Also ich kann die nach Metriken durchsuchen und nach Hyperparametern. Das ist jetzt bei den 4 Runs, die wir hier haben, nicht so nützlich, aber wenn man 400 hat oder so, insbesondere wenn man Hyperparameter-Tuning hat oder mit evolutionären Algorithmen die besten Hyperparameter bestimmen will, ist das super nützlich. Ja, dann kann es ruhig durchaus mal sein, dass bei leichten Architekturen man hinterher mal 1000 Runs hat und dann wird das einmal sehr nützlich. Ich habe auch noch bestimmte Filter, um das einzuschränken, das ist alles sehr praktisch und ich kann die Metriken für die Sachen, die ich auswerte, auch nochmal als CSV mit einem Klick runterladen. Das ist super toll, wenn ich aufwendigere Visualisierungen später machen will. Ja? Da war ich schon sehr angetan von. Wenn man sich jetzt so einen Run mal anklickt, dann kriegt man hier zum Beispiel eine Trainingskurve, auch das haben wir beim Oliver eben gesehen. Da sieht man das sehr gut, das ist halt einfach der Klassiker, hier habe ich mal den Fehler geloggt, man kann aber jede beliebige Größe halt loggen, das ist sehr praktisch. Wichtig hier, ich habe schon versucht mit vielen Visualisierungstools zu arbeiten, der geht auch nicht in die Knie, wenn so ein Run mal 5 oder 10 Tage gedauert hat und man hat wirklich mal 10.000, 20.000 Logpunkte. Das ist bei vielen von diesen Tools, ja, das sieht immer toll aus. JavaScript-Visualisierung macht man mehr als 1.000 Punkte rein. Die haben nicht aufgepasst, irgendwo ist was quadratisch und dann friert einem der Browser ein. Das ist mir hier nie passiert. Also der schluckt auch große Daten richtig fluffig und das ist, klingt banal, ist für mich aber sehr wichtig. So, man kann hier die Kurven, da kann man reinzoomen, das habe ich jetzt nicht, man kann markieren, reinzoomen, rauszoomen, das ist sehr interaktiv und echt sehr verlässlich, das hat Spaß gemacht. Man kann insbesondere mehrere Metriken hier in einem Graphen vergleichen. Auch hier, wir haben dieses ein sehr komplexes Modell, noch nicht so viele Metriken drin, wie wir gerne wollen, deshalb ist es ein bisschen trocken, aber man kann interaktiv dann Metriken hinzufügen, entfernen. Einen großen Fehler, den man, was mich persönlich ein bisschen stört, das ist sehr ärgerlich, dass es nur eine Skala gibt. Das heißt, er kann nicht mehrere Skalen in einem Graphen verbinden. Zum Hintergrund, sehr wichtiger Teil ist, dass man die Learning Rate tuned bei solchen Modellen. Und es ist super nützlich zu sehen, wie sich diese Lernrate entwickelt und wie sich das Modell dabei entwickelt.
Und die Lernraten sind in der Regel im Bereich 0,00001 bis 0,1. Ja? Und Fehler sind irgendwo so zwischen 1 und 10. Und dann bekommt man jetzt diesen Graphen raus. Leider gibt es noch keine Möglichkeit, das anders anzuzeigen. Das ist sehr schade, da muss man halt zwischen den beiden immer hin und her springen. Wichtig ist auch, man kann die Grafik exportieren. Also man kann einen bestimmten Teil des Graphen reinzoomen, kann es als PNG speichern. Das ist sehr luxuriös. So, ich habe eher eben erzählt, was es mit diesem Step und der Time auf sich hat. Das ist sehr praktisch. Lange Modelle müssen manchmal neu gestartet werden, weil was schiefgegangen ist oder so, irgendwas hat sich was verschluckt. Das heißt, wenn ich nach 2 Tagen habe ich gelernt, passiert irgendwas, kurzer Netzwerkausfall, irgendwas kann immer mal passieren und dann möchte ich fortsetzen. Jetzt habe ich hier 2 Runs, ja, und möchte die vergleichen. Das ist auch sehr schön. In der Maske, die wir eben gesehen haben, kann ich mehrere Runs anklicken und dann kann ich die vergleichen. Und dann kriege ich nämlich die Informationen aus mehreren Runs in einem Graphen. Super nützlich, funktioniert super. Das Problem ist bei so, wenn ich ein Training das andere fortsetzt, kriege ich das hier. Das hilft mir natürlich nicht viel. Aber was ich machen kann, wenn ich den Step mitlogge, kann ich auswählen, was meine X-Achse ist. Und wenn ich dann den Step unten logge, dann hängt er die so aneinander. Man sieht das hier sehr schön. Das Orangene ist der erste Run und dann geht es mit dem zweiten weiter. Und unten in der Achse habe ich die Steps. Das ist also auch sehr gut. Wenn ich jetzt nur die Zeit nehmen würde, die absolute Zeit, dann hätte ich in der Mitte eventuell mal einen Gap von einem halben Tag und das macht den Graphen auch kaputt. Hier ist mal so ein Beispiel, also ich kann relativ viel für diesen einfachen Graphen einstellen. Das Smoothing war für mich relativ uninteressant, weil das, wenn man ein paar hunderttausend Punkte hat, sieht man das Smoothing eh nicht mehr. Aber hier kann man verschiedene X-Achsen einstellen und man hat die üblichen Sachen. Ich habe eine Log-Skala und ich kann verschiedene Werte in einem Graphen kombinieren. Sehr spannend und das Beste an dem Tool ist, wenn man anfängt, Runs zu vergleichen. Dann bekomme ich hier erstmal eine grobe Übersicht über die verschiedenen Runs. Ich bekomme oben die IDs. Wie gesagt, wie Git vergibt MLflow jedem Run eine Unique ID. Das ist sehr praktisch. Darüber kann man den immer identifizieren. Und ich sehe hier halt verschiedene Metriken. Ich habe leider einige der Metriken hinzugefügt mit der Zeit, habe die Wertebereiche geändert, deshalb ist das hier nicht so homogen, wie es sein sollte. Aber der zeigt hier immer den letzten Wert an. Ich habe zum Beispiel den Next Sentence Error. Da habe ich das leider von Prozent in Error geändert. Deshalb haben wir hier leider diesen Sprung drin. Dann kann man sehen, welches Modell den besten prozentualen Fehler hatte. Zum Beispiel, man kriegt das auf einen Blick. Und das Coole ist, wenn ich hier jetzt draufklicke, dann kriege ich für alle ausgewählten Runs das wieder in einem Graphen als Vergleich. Das ist also auch sehr nett, was man da hat. Sehr praktisch, auch hier leider noch etwas spärlich. Ich hoffe, ich kann den Talk mal in einem Jahr wiederholen mit ganz vielen Daten. Ist ein Scatterplot. Ich kann nämlich verschiedene Größen aus verschiedenen Runs in einem Scatterplot vergleichen. Dadurch kann ich sehr gut auf einen Blick erfassen, wenn ich 30, 40 Runs habe, welche Parameter zusammen mit welchen anderen sich gruppieren. Dann kann ich feststellen, welche Parameter vielleicht zum Beispiel linear voneinander abhängen oder so. Es ist halt immer schwer, hochdimensionale Daten zu plotten und da ist ein Scatterplot sehr praktisch. Was ich am coolsten finde, ich hoffe, zeigt er das jetzt hier an. Ja, das ist jetzt nicht von uns, das war ein schönes Beispiel von deren Seite. Ich musste ein bisschen gucken, das habe ich erst nicht verstanden, das war ein Plot-Typ, den kannte ich gar nicht. Ein Parallel Coordinates Plot. Das Problem ist, wir haben 10 Hyperparameter für ein Modell, das sind die Sachen, die einstellen, wie das Ding lernt. Und jetzt will ich wissen, welche Kombination wirkt sich denn auf mein Ergebnis aus? Und da haben wir also 10-dimensionale Plots sind ein echtes Problem. Ja, und hier muss ich sagen, das ist echt schlau. Man wählt eine Zielgröße aus, das ist in der Regel die Accuracy oder die Error Rate oder ähnliches. Und die bekommt dann eine Farbe. Ja, also rot ist gut, wir wollen Accuracy so viel wie möglich. Und hier wird jeder Lauf durch die verschiedenen Hyperparameter durch eine Linie verglichen. Und dann kann ich, man muss eine Weile, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um drauf zu starren, aber wenn man es einmal verstanden hat, wie das Ding funktioniert, ist es echt nützlich, weil ich kann nämlich hier sehen, aus welchen Ecken sozusagen, abhängig von welchen Parametern, ich hier oben lande. Und wenn man sich das mal genau anschaut, sieht man was sehr Lustiges. Wir sehen, dass, wir sehen hier zum Beispiel, dass am Anfang, das springt so hin und her, weil man kann hier auswählen und das in der Reihenfolge ändern, dass zum Beispiel nur die Learning Rate, das ist jetzt ein bisschen, ich müsste das wieder stoppen, kann ich das stoppen? Ja. Hier sieht man sehr schön, dass die Learning, Entschuldigung, die Anzahl der Layer, hier, wenn ich 2 Layer habe, komme ich immer auf eine hohe Accuracy. Und hier alle anderen Runs,
egal was vorher passiert, landen bei einer schlechteren, unter Umständen bei einer schlechteren Accuracy. Und ich kann halt durch das Hin- und Herschieben und das Vergleichen, kann ich halt dann rausfinden, was die richtige Hyperparameterkonfiguration ist. Also feine Sache. Nützliches Tool. Wenn ich dann meine Artefakte, also wir loggen die, wie gesagt, einfach indem wir selber in den Ordner verschieben, wenn ich das mache, kriege ich aber alle Artefakte in der Web-Oberfläche verfügbar. Und das ist super nützlich. Also der hat einen Text-Viewer, das heißt, wir packen unser Log einfach direkt in den Folder und ich kann jederzeit in das Log von dem jeweiligen Run reingucken. Und auch wenn er ein paar Megabyte groß ist, klappt das sehr gut in dem Browser. Das ist schon mal sehr schön. Ich kann beliebige Bilder noch hinzufügen, habe ich hier noch nicht. Die werden auch im Browser angezeigt. Das heißt, also alles, was ich an Daten sammle für meinen Run, ist im Browser verfügbar. Also, für uns Herausforderungen erfüllt. Ich kann das natürlich jetzt nur aus meiner Warte betrachten. Diese Sache mit den Trainingsdaten, wie gesagt, interessiert MLflow nicht für die Modelle. Fürs Training ist es bedingt nützlich. Das machen wir immer noch händisch. Persistenz dieser Modelle ist Python-only, ist aber auch in Java nicht wirklich nützlich. Metriken, das ist also diese Graphen, die wir eben gesehen haben, die funktionieren schon sehr gut, haben aber noch ein Problem. Es gibt aktuell nur 1D-Metriken. Es kann durchaus mal sein, wenn man so komplexe ML-Algorithmen debuggt, dass man zum Beispiel regelmäßig eine Heatmap rausloggen muss. Das heißt, also man hat nicht immer XY-Werte. Man hat eventuell auch Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Dafür hat das Tool noch nichts, aber es hat sich in den letzten Monaten sehr schnell weiterentwickelt. Meine Hoffnung ist, dass die das relativ früh hinzufügen. Also insbesondere, wenn man Classifier schreibt, möchte ich natürlich regelmäßig mitloggen, wie gut die Wahrscheinlichkeitsverteilung oder die Confusion Matrix ist für meinen Classifier. Vergleiche, das ist das, wo das Tool so richtig super ist, das kann ich nur empfehlen, da sind meine Erwartungen absolut übertroffen worden. Dieses Artefakte manuell speichern, hatte ich erklärt, naja, da ist also echter Verbesserungsbedarf, wir werden auch sehen, wo das noch ein kleines Problem ist. Wir speichern dann wirklich direkt per Hand. Also wir lassen uns von dem Server nur sagen, in welchen Folder das muss und machen wir unser eigenes Ding und der Server scannt das Directory und findet auch alles. Versionieren klappt insofern sehr gut, dass man ein Tool hat, wo das zusammengeführt ist, alles bekommt Unique IDs und kann da verglichen werden. Was das nicht tut natürlich, das macht nicht sowas wie Git, macht Backups und so weiter. Das heißt, um diese Art von Versionierung und Backups muss man sich selber kümmern. Wie integriere ich das jetzt mit Build und Deployment? Das ist jetzt ein Beispiel, wie wir das machen. Das kann man auch anders machen, aber das ist das Ziel. Einige Punkte sind noch nicht ganz fertig programmiert, deshalb kann ich leider nur das Diagramm zeigen, aber ich verspreche, es funktioniert. Wir haben einen Standard-Jenkins-Prozess, der macht einen Pull aus dem Git-Repo. Da haben wir einfach ein Gradle-Projekt. Das Beispiel hier ist zum Beispiel ein Spring-Server-Projekt, das ein Modell integriert und dann per REST ausspielt und dazu eine Web-Oberfläche anbietet. Da fügen wir einen normalen Gradle-Build aus. Jetzt ist es so, der Gradle-Build, da geben wir unsere Dependencies normalerweise an und die werden aus dem Nexus-Repo oder sonst woher geholt. Unser MLflow erfüllt jetzt den gleichen Sinn wie ein normales Maven-Repo. Das heißt, da sind ja unsere Artefakte gespeichert. Das heißt, wir geben in dem Gradle-Skript einfach an, welche Run-ID verwendet werden soll. Und Gradle kann ich ja relativ frei programmieren und ich kann auch die API benutzen. Das heißt, der holt sich den Pfad für die jeweilige Modelldatei einfach von dem MLflow-Server. Das geht sehr simpel und fügt dann dieses Modell einfach als eine Ressource in das fertige Projekt mit ein. Unser neuronales Netz an der Stelle ist 400 Megabyte groß ungefähr. Das ist ein relativ großes Java, was rauskommt, aber das ist noch im Rahmen. Ja? Man könnte jetzt auch einfach das Modell irgendwo hin deployen zum Beispiel. Wenn dieses gesamte Jar inklusive Spring, dem Model und so weiter gespeichert ist, schieben wir das dann bei uns noch in Nexus. Das ist einfach, damit wir die Builds hinterher nachvollziehen können, notfalls mal ganz schnell einen Rollback machen können. Und dann wird das Ganze auf die Server deployed. Also man kann hier sehen, indem ich das MLflow einfach benutze wie ein zusätzliches Maven-Repo, quasi ein Nexus für unsere Modelle, kann ich sehr schnell einfach die Modelle in mein Bild integrieren mit 1, 2, 3 Zeilen Code. Das ist noch nicht so weit. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Gradle-Plugin, dass ich dann sage, Model Dependency Run ID, das wäre dann richtig toll. Vielleicht hat jemand Lust, das zu schreiben. Ich würde es gerne schreiben, ich habe keine Zeit dazu. Aber dann kann ich das im Grunde genommen verwalten wie eine Custom Library, die ich in ein lokales Nexus packe. Und das ist für uns ein sehr wichtiger Schritt, weil ich im Grunde genommen, wir haben im Git keine Modelle mehr, das will man sowieso vermeiden, man will nicht 100, 200 MB binär in Git einchecken. Das heißt, unsere Änderung, wenn ich von einer Modellversion auf die nächste springe, ist nur ein Commit, die in Gradle die Dependency ändert.
Das heißt, die Dependency wird trotzdem mitgetrackt. Ich sehe, dass ich auf diesen und jenen Run gewechselt habe. Und im Gegensatz zu normaler Softwareentwicklung ist es so, dass wir aber auch ganz viele Runs hinterher wegschmeißen müssen. Ja? Und da ist es also so, dass man dann informiert im MLflow auswählt, welchen Run man für die nächste Version einbauen will und kann dann einfach nur noch in Gradle einen String ändern und hat die nächste Version. Das ist also dann doch sehr praktisch und das wird uns viele Kopfschmerzen in Zukunft sparen, weil bisher, gebe ich jetzt zu, haben wir so gearbeitet, der Run war irgendwann fertig, man hat sich sehr genau gemerkt, welcher Run auf welchem Server das war, hat dann die Artefakte irgendwo zentral hinkopiert, die Modelle, die rausgekommen sind, hat die dann irgendwo an einer anderen Stelle in binäres Jar eingebaut, das wir dann in Nexus gespeichert haben, aber wir hatten das nirgendwo in Git zum Beispiel, ja, weil wir das nicht in Git committen können. Also es macht den ganzen Prozess schon sehr viel sauberer. So, dann wären wir fertig. Wir haben noch 6 Minuten für Fragen. Ja, das war's. Danke.